Mein Name ist Claudia Steinitz, ich bin Literaturübersetzerin und ich bin die deutsche Stimme von Albertine Sarrazin. Albertine Sarrazin war eine Autorin, die von ihren 30 Lebensjahren 10 im Gefängnis und in Heimen verbracht hat und in der verbleibenden Zeit, aber auch im Gefängnis, 3 wunderbare Romane geschrieben hat, in denen sie von höchsten poetischen Tönen bis zu den Abgründen schlimmsten Gaunerslangs alle Ebenen der Sprache und der menschlichen Seele erfasst. Ich habe alle 3 Romane neu übersetzt. Sie sind aus den 60er Jahren. Das waren die Romane Astragalus, Der Ausbruch und Querwege. Mich hat zunächst gereizt, dass sie mir völlig fremd war und dass ich viel mehr als bei anderen Büchern nach ihr suchen musste. Das ist mir zum Glück, war mir möglich durch hunderte Seiten von Tagebüchern und Briefen, die in Frankreich publiziert wurden und in denen ich ganz langsam mich ihr selbst und ihren Protagonistinnen nähern konnte. Denn eigentlich schreibt Albertine Sarrazin immer nur über sich selbst. Die Herausforderung war natürlich dieses eingangs erwähnte Gefälle zwischen wirklich ganz poetischen, manchmal fast ein bisschen kitschigen Tönen und diesem Slang, der auch schwer im Deutschen einer Entsprechung zu finden war. Und es war die Herausforderung, weil es eben Neuübersetzungen waren, die Bücher in unsere Zeit zu holen, ohne ihnen heutiges Vokabular überzustülpen, aber gleichzeitig sie doch so frisch und unverstaubt klingen zu lassen, wie ich sie im Französischen gehört habe. Um den durchaus queren und vor allen Dingen sehr steinigen Weg zur Schriftstellerei. Er beginnt mit der x-ten Entlassung der Autorin oder der Protagonistin aus dem Gefängnis und endet mit dem Erscheinen ihres ersten Romans in Paris, der Stadt, die sie wegen der Bewährungsauflagen nicht betreten darf. Sehr gern. Ich lese es erstmal auf Französisch vor und danach versuche ich zu erklären, was ich damit gemacht habe. Je grimpe seul, allègre, sans autre soutien ni tremplin que mes pieds presque nus. Dans le train, je me suis débarrassée de mes pelures d'hiver. J'ai retrouvé des espadrilles au fond d'une valise. Nous ne grimperons plus ensemble, le loup. Nous sommes tricards à présent. Je tapote la porte de façon classique. Les signaux n'ont plus cours. Je reviens en tricheuse, en danseuse, chassant, croisant ce qu'ils appellent les amours. Je pose les lèvres contre le panneau. J'ai envie d'éclater de rire contre le bois bien gratté. Kontrastant avec la crasse écaillée des murs. Ein Problem bei dem Text war tatsächlich das Argot. Es gab also ganz viele Begriffe, die ich in keinem Wörterbuch und nirgends gefunden habe. Und in einsprachigen Wörterbüchern, lustigerweise, habe ich dann oft als Belegstelle für einen Begriff das Zitat gefunden, was ich gerade gesucht habe. Denn Albertine Sarrazin ist in Frankreich wirklich sehr, sehr berühmt gewesen. Hier war es zum Beispiel das Wort Tricard. Tricard bezeichnet eine Person, die für eine bestimmte Region oder eine Stadt ein Aufenthaltsverbot hat, also eine Art Bewährungsauflage. Und ich habe zuerst, dieses Wort kommt sehr oft vor und in eigentlich immer anderen Kontexten, und ich habe zuerst mit dem Wort verfemt und verachtet, verbannt, also ganz starken Worten probiert, und zum Schluss bin ich bei einem Begriff gelandet, der, wie ich finde, sehr viele Facetten umfasst, auch wenn es ein leiserer ist, nämlich einfach unerwünscht. Das ist also ein ganz emotionales Wort und zugleich auch drückt es auch diese Verletzung aus. Und das andere, was man hoffentlich jetzt beim französischen Lesen gehört hat und auch beim deutschen Lesen hören wird, ist tatsächlich der Rhythmus, die Melodie ihrer Sprache. Und die verwendet also auch auf der Wortebene dann gerne
die französischen Endreime, die ja sehr häufig sind, wie tricheuse, danseuse, soutien, tremplin. Und ich musste mich da auf eine andere Ebene begeben, weil es das im Deutschen nicht so gibt. Und habe dann zum Beispiel Alliterationen wie ich klopfe klassisch oder so gefunden. Und jetzt lese ich es auf Deutsch. Ich steige hoch, allein, fröhlich, ohne andere Unterstützung, andere Sprungfedern als meine fast nackten Füße. Im Zug habe ich meine Winterpelze abgeworfen, in der Tiefe eines Koffers meine Espadrille gefunden. Wir werden nicht mehr zusammen hochsteigen, Lou. Wir sind jetzt unerwünscht. Ich klopfe ganz klassisch. Die Zeichen gelten nicht mehr. Ich komme als Schummlerin, als Tänzerin, wirble durcheinander, was Sie Liebe nennen. Ich lege die Lippen an die Tür, würde am liebsten gegen das Holz lachen, das im Gegensatz zum abgeplatzten Dreck der Wände ganz sauber gekratzt ist. Für mich sind diese drei Romane der Höhepunkt meiner Übersetzertätigkeit. Ich glaube, ich hatte noch nie vorher so große Angst zu versagen, aber ich war auch noch nie so stolz auf das Ergebnis.